Hey, ich habe sogar mal den Blumenstrauß angezogen. Wie ich gesagt habe im letzten Part, kriegt man am 1. Mai diesen Blumenstrauß. Also jetzt hier im Jahr 2016. Und ich finde es wie immer ziemlich unnötig, irgendwas für diese rechte Hand zu kaufen. Weil, ja, man sieht das immer selten. Ja. Okay. Also wir waren bei einem Streitgespräch von Lysander und Nina, glaube ich. Es sind Lysander und Nina, die etwas abseits stehen. Du bist zu weit gegangen. Es handelt sich schließlich um meinen Vater. Oh oh. Aber ich wollte doch nur. Du bist mir heimlich bis ins Krankenhaus gefolgt. Du bist doch komplett verrückt. Ins Krankenhaus? Das ist es also. Lysanders Vater muss sich verletzt haben oder schwer krank sein. Ich will dich nicht mehr sehen. Bitte sag doch so etwas nicht. Ich wollte doch nur herausfinden, ob es etwas gibt, womit ich dir helfen kann. Ich möchte diese Unterhaltung nun beenden. Lysander. Sie schluchzt. In so einem Moment wirkt sie wirklich wie ein kleines Mädchen. Auch wenn sie echt nervig sein kann, tut sie mir leid. Ich glaube, ich sollte mich besser nicht einmischen, aber dieser Streit ist wirklich ungewöhnlich. Ich habe weder Lysander noch Nina jemals in so einem Zustand gesehen. Ich sollte dazwischen gehen. Ich sollte besser zurück zu meinem Vater gehen. Nein, also ehrlich gesagt sollten wir nicht dazwischen gehen. Aber ich habe ja auch irgendwie gelernt, dass du dann voll viel verpasst. Ist die Frage, ob das eine Langzeitentscheidung ist oder eine Kurzzeitentscheidung, ne? Ich sollte dazwischen gehen. Keine Ahnung. Ich bin unsicher auf sie zugegangen. Nina hielt Lysander fest am Arm und Tränen liefen über ihr Gesicht. Nina hielt Lysander. Langsam etwas. Lass mich los. Er hat sich unvermittelt von ihrem Griff befreit. Nina ist überstürzt einige Schritte zurückgetreten. Dann drehte sie sich plötzlich um und rannte Richtung Schultor. Von einem Augenblick zum anderen wechselte Lysanders Gesichtsausdruck von rasender Wut zu nagendem Gewissensbissen. Der ist so nett dafür, der. Oh Gott, er macht sich auf, ihr zu folgen. Du meine Güte. Na, Naschi? Ich komme sofort zurück, Papa. Ohne weiter darüber nachzudenken, folgte Lysander auf dem Fuße. In Windeseile verließ ich das Schulgelände. Nina rannte in Richtung Park davon. Verblüfft beobachtete Frau Lilene die ganze Szene. Was soll sie bloß außerhalb der Schule tun können? Lysander folgte mit schnellen Schritten, um Nina einzuholen. Plötzlich hörte ich Motorgeräusche und mein Blut gefror mir in den Adern. Lysander sieht das Auto nicht, was das von links kommt. Lysander! Ich habe aus Lebenskräften geschrien, aber es war schon zu spät. Das Auto hat noch mit quietschenden Reifen gebremst, doch es war bereits zu nah dran. Nur Augenblicke später lag Lysander völlig regungslos am Boden. Ich hörte einen Aufschrei hinter mir. Doch ich konnte mich nicht umdrehen. Derart geschockt war ich über die Szene, die sich meinen Augen bot. Das darf nicht wirklich passiert sein. Ach du Schande. Wie in einem Albtraum sah ich, wie Frau Delaney mit zitternden Händen ihr Handy ans Ohr nahm und den Notruf wählte. Du bist weggerannt und ich hatte Angst, dass es ein Problem. Ihm fällt es schwer, das Ausmaß der Tragödie zu begreifen. Ich bin so schockiert, dass mir kein einziges Wort über die Lippen kommt. Mir wird ganz schwindelig davon, Lysander so am Boden liegen zu sehen. Wow! Wow! Alter Schwede. Ist es gerade wirklich passiert? Ja. Das ist leider genau die Stelle, die ich gespoilert wurde, wie am Anfang schon erwähnt. Ich will es ja hier nicht auf die Dumme tun, aber das ist echt gerade passiert? Da kann ich sterben, da kann ich sterben. Alles ist gut, der wird nicht sterben. Oh Gott. Wir haben mal ein Bild bekommen. Und dann von sowas Tragischem? Toll. Oh. Oh, das ist voll lieb von ihm, dass er bei uns steht. Ist immer gut, wenn man jemanden dann an seiner Seite hat. Okay. Okay, andere würden jetzt hier vielleicht in Tränen ausbrechen, aber ich muss sagen, ich wusste halt schon davon, blöderweise. Und
ich werde selten von solchen Sachen dann zu Tränen gerührt. Armin hat mich in seine Arme geschlossen, damit ich nicht weiter diese grauenvollen Szenen vor Augen habe. Oh. Das ist schön, dass er für uns da ist. Passanten versammelten sich am Straßenrand. Die Sirenen des Krankenwagens waren schon von weitem zu hören. Lysander. Ja, das ist mal richtig beschissen gelaufen, ne? Boah. Krass. Boah, das ist doof gelaufen. Ich bin halt wirklich sehr zuversichtlich, dass alles gut wird. Und man merkt, dass es einem Schema folgt. Also zuerst war was mit Castiel, dann was mit Nathaniel und jetzt halt was mit Lysander. Ich denke mal, dass wir auch ihm dort irgendwie helfen können. Auch wenn es jetzt nichts. Also, egal. Also, es wird schon alles wieder gut werden. Joa, Lysander, du schaffst das. Ich hoffe nicht. Du bist Skorpion. Skorpione schaffen das. Okay, wir werden auf jeden Fall bei ihm stehen. 104 hier. Puh. Puh, ich hab mal richtige Entscheidungen getroffen, seit langem mal wieder. Das ist schon mal beruhigend. Oh nein. Der Arme. Na, dann wird die nächste Episode wohl eine, bei der ich sehr viel traurige Musik ansetzen kann. Habt ihr schon mal sowas miterlebt? Boah, ich erinnere mich gerade, ich habe sowas auch schon mal gesehen. Also, zum Glück nicht so krass, aber auf jeden Fall ein Verkehrsunfall. Ich bin im Bus gefahren und ich saß ganz vorne. Also dort hatte ich dann keinen mehr vor mir, sondern war direkt vor der Scheibe. Und die Ampel war rot und ein Motorradfahrer ist noch vor uns noch drüber gekommen. War noch gelb, glaube ich. Und jedenfalls war das aber so eine große Kreuzung. Das heißt, ein paar Meter weiter war dann halt noch eine Ampel. Also so ein Übergang dann halt auch für die Fußgänger. Und dort musste dann halt ein Auto warten, weil jemand wahrscheinlich rübergegangen ist oder so. Hat dann entweder halt der Autofahrer zu kurzfristig gebremst oder der Motorradfahrer halt zu kurzfristig gebremst. Jedenfalls ist eben dann der Motorradfahrer eben hinten reingefahren. Das Motorrad ist, keine Ahnung, bestimmt so im 50, 60 Grad Winkel nach oben gekippt. Also senkrecht, ne? In die Hinterglasscheibe rein. Die ist zerberstet. Und ja, da ist er halt irgendwie zur Seite noch gefallen und ja, ihm ist zum Glück nicht wirklich was passiert, aber ich denke mal, der Schock war mega groß. Und ich war auch wirklich froh, dass der Autofahrer dann ausgestiegen ist und sich erstmal um ihn gekümmert hat, anstatt irgendwie zu schreien, so von wegen, was machst du mein Auto kaputt oder irgendwie sowas. Da war ich echt froh und echt, ich saß da am Bus. Das haben vielleicht schon einige mitbekommen, aber ich war die Einzige, die dann auf einmal so geschrien hat, so, wow! Gott! Und dann ist halt der Busfahrer einfach dann irgendwann vorbeigefahren, als dann ein bisschen Lücke war. Auf jeden Fall, das ist nicht schön anzusehen. Das ist auf jeden Fall nicht cool. Und ja, ich habe halt noch so viel Zeit. Ich dachte, ich erzähle euch ein bisschen was, sonst hört mir ja keiner zu. Ich wurde auch schon mal überfahren quasi. Ich war mit Inlinern unterwegs in meiner Siedlung. Da sind so Verkehrsinseln, damit die Leute langsamer fahren und so. Es ist halt eine Spielstraße. Und als ich klein war, habe ich ein Wettrennen gemacht. Da haben wir die Zeit gemessen, wie schnell ich mit. Ich habe mich an ein Fahrrad von einem Freund hinten dran gehängt und dann hat er mich auf Inlinern gezogen. So, dann waren wir halt neben einer Verkehrsinsel und ein Auto kam hinter uns. So, das Auto war circa so schnell wie wir. Und dann wollte mein Freund dann halt irgendwie nicht auf den Bürgersteig fahren, der direkt daneben war. Nein, er wollte noch an. Zwischen dem Auto und der Verkehrsinsel hin und her, ne? Und das war halt mega eng und ich bin dann hingefallen. Und das Auto ist dann über meinen Inliner-Fuß gefahren. Zum Glück ist überhaupt nichts passiert, der Inliner ist nur kaputt gegangen und davon auch nur eine Schnalle. Also, ich habe auch schon bei Galileo gesehen, dass man das tatsächlich überleben kann, wenn ein Auto über den Fuß fährt. Also, Quatsch, also dass der Fuß keinen großen Schaden nimmt, meine ich jetzt. Aber das, ja, das ist schon krass. Das ist schon krass. Hatte ich auf jeden Fall mega einen Schock und der Typ wollte so noch weiterfahren. Voll nett. Jungs, ne? Hauptsache Wettbewerb gewinnen. Schlimm. Boah. Ja, also Leute, seid immer vorsichtig, wenn ihr über die Straße lauft oder so, ne? Ich hab da Vertrauen in euch. Macht nichts Schlimmes. Gut, dann lasse ich euch jetzt auch mal in Ruhe.
Wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder, wo ich nur noch einen Fakt habe. Findet ihr es okay? Oder ist es seltsam, wenn ich was dazwischen quatsche? Ich weiß nicht. Aber wir müssen ja sowieso irgendwie immer rumlaufen und da kann man ja auch was Lustiges nebenbei machen, ne? Okay. Dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder oder ihr guckt ein paar andere Sachen auf dem Kanal. Demnächst wird auch wieder ein Novel kommen. Und ja, ich hoffe, ich komme da überall mit hinterher, die ganzen Sachen zu rendern und so. Okay, dann habt viel Spaß, seid froh im Leben, solange ihr es habt. Seid vorsichtig. Genau. Tüdelü.